So, Hallöchen und herzlich willkommen beim 6. Plötzlich-Wissen-Stream. Abtauchen mit Plötzlich-Wissen. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Und meine Kolleginnen links von mir, links ist das links, nee, es ist rechts von mir, Julia Schnetzer und Inga-Marie Ramke. Hi. Hallo. Du wirst moin, moin. Moin, genau. Das ist wie auf dem Hamburger Dom, wenn es ihn gibt. Da macht man Gewinne, Gewinne, Gewinne statt Hallöchen. Ja, okay. Ja, wer schon da? Pinko ist schon da und Guerilla Sheep ist auch schon da. Wie schön. Hi. Herzlich willkommen. Schönen Hallo. Sonntagnachmittag. Seid ihr eingeschneit, meine Lieben? Ich hoffe nicht. Also ich nicht. Ja. Ja, sieht man, Inga, sieht man. Wobei, es ist, auf dem Teide ist Schnee und im Inneren von Gran Canaria ist auch Schnee mit gesperrten Straßen. Ich bin auf Gran Canaria. Ja. Ja, also Guerilla Sheep fragt gerade. Ja, ja, so ein bisschen festsitzen, weil Flüge sind rar und wenn es sie gibt, sind sie teuer und ich habe schon viermal sorry, ihr Flug ist gecancelt, Mails bekommen von diversen Fluggesellschaften. Shit. Ja, naja, also das Wetter ist gut, sag ich mal. Und ich habe mir jetzt eine Unterwasserkamera gekauft, um Aufnahmen machen zu können. Nice. Bis jetzt hat es nicht so geil funktioniert, muss ich zugeben. Aber es liegt vielleicht daran, dass die Kamera scheiße ist, obwohl sie von Rollei ist. Naja. Was ist das für eine Kamera? Eine Rollei, so eine Actioncam halt. Ah, okay. Eine, ja. Und ja, sie war nicht besonders teuer. Ich habe mir vorher auch Sachen durchgelesen. Ich wollte es halt in einem normalen Fotogeschäft kaufen, damit ich wieder hingehen kann, falls es kacke ist. Und eventuell muss ich das auch tun. Ja, das ist natürlich so. So die Kamera, die ich benutze, also für die Aufnahmen, die man da im Vorlauf immer zeigt, das ist halt eine Sony Alpha 6000 mit einem Gehäuse. Ja. So, das ist natürlich eine gute Systemkamera mit HDI und so. Ne? Das ist, wobei halt die GoPros sind natürlich auch super. Ja, aber ich wollte dafür, dass ich aber so sind einmal, halt auch teuer. Ja, genau, so 300 Euro, dachte ich, das ist ein bisschen übertrieben, dafür, dass ich eigentlich euch nur ein paar Fische zeigen wollte, die hier im Hafenbecken rumschwimmen. Weil ich bin ja nicht so oft und so lange normalerweise da, wo es wettergut ist. Mhm. Ja, ich bin leider etwas verpixelt und wir wissen nicht so genau, warum. Also irgendwie scheint die Internetverbindung ein bisschen kacke zu sein und wir können es gerade leider nicht ändern. Ja. Ich hab mich das auch schon gefragt, woran es denn liegt. Eigentlich kommt Julia bei mir ziemlich gut an. Bei mir auch. Also bei mir kommt Julia sowieso grundsätzlich immer total gut an, aber das Bild kommt gut an. Wir hatten in der Vergangenheit immer mal wieder ein bisschen Probleme mit Bild-Ton-Synchronisation. Das scheint jetzt irgendwie behoben zu sein, aber irgendwie ist die Qualität nicht so gut. Da muss ich noch mal beigehen, aber wenigstens funktioniert es jetzt, dass wir über eine Technologie, die OBS Ninja heißt, uns zusammenschalten und die beiden auch in einer guten Qualität das Spiel sehen. Und ich gleichzeitig dann auch noch das Ding auf meinem Rechner aufnehmen kann. Und das, die Downside, die ihr jetzt ganz deutlich seht, ist, dass bei Julia das Bild ein bisschen verpixelt ist. Ich wüsste gerne, woran das liegt, aber... Ich sag's dir, das ist denn? Berlin. Das ist Berlin. Vielleicht. Ich weiß ja nicht. Ja, aber eigentlich habe ich gerade besseres Internet als zu Hause in Bremen. Ja. Vielleicht kann deine Kamera damit aber umgehen. Ja, sie war deine Kamera kommt nicht klar. Oh Gott, ich habe Bandbreite. Was mache ich denn jetzt? Was nun, was nun? Schnell komprimieren. Ja, naja, aber wir sind immerhin da und wir haben das Spiel dabei und Sachen vorbereitet. Wobei, ja, genau, wir arbeiten und lernen. Also, das ist die technische Nummer ist immer noch eine Sache, wo ich jedes Mal was dazu lerne. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Menschen, die einem helfen, wenn man Fragen hat. Edelhack hat. Der ist heute, glaube ich, nicht da. Der hat ganz viel dazu beigetragen, dass das jetzt mit dem Setup so geht, wie es geht. Aber es ist nicht seine Schuld, dass Julia verpixelt ist. Ich glaube, das ist meine, aber das finde ich noch raus. Das ist Berlin. Das ist Berlin. Ja, aber wir können das mal... Das gilt auch
wenn du bist ja auch in der Nähe von Berlin. Also egal, ob es jetzt an Julias Kamera liegt oder an dir, es ist immer noch. Es ist, weil André gerade zu viel Internet verbraucht und deswegen kommt bei mir nicht mehr so ich viel. Ich verbrauche, ja genau, ich verbrauche zu viel Internet. Ja. Hier auf Gran Canaria tut es keiner, offensichtlich. Hier benutzt keiner das Internet. Die sind alle am Strand. Ja, ich wollte gerade sagen, die können am Strand rumhängen, die brauchen kein Internet. Ja. Ja. Pingu, keine Hektik. Keine Hektik. Pingu schreibt gerade, der hat sich freiwillig gemeldet, dass er mal ein paar Sachen für uns bastelt. Er wird das tun, aber keine Hektik. Du hast gesagt, du machst das freiwillig und dann Sachen, die man freiwillig macht, da gibt es keinen Grund von uns, in irgendeiner Form was einzufordern. Mach's, wenn du Zeit hast. Ist total lieb, dass es machst. Ja. So, wollen wir mal freitauchen, sag ich mal. Ja. Ich schalte mal auf das Spiel um. Das letzte Mal haben wir überraschend das Ding durchgespielt. Ja, das kam echt überraschend. Ja, das war auch so irgendwie, lass nochmal zurückgehen zu dieser Geschichte. Also irgendwie, das war so ein abruptes Ende. Die Geschichte war, also die machen irgendwie Livestreams von unter Wasser. Sie kann mit einem mega krassen Anzug bis 4000 Meter tauchen. Sie und finden durch irgendwas, Thermalquellen. Ja, durch Thermalquellen finden irgendwas von Unterwasserbergbau und dann irgendwelche Parasiten und dann stirbt die Mama und das Walbaby überlebt und dann ist vorbei. Und sie versöhnt sich mit ihrer Schwester, die jetzt die Reporterin ist im Livestream. Und das war das Ende? Irgendwie sowas. Ja. Ich sag mal so, also visuell war es ein Traum. Ach, schön. Ja, irgendwie, ich hätte mir so ein bisschen, ja, irgendwie so ein bisschen noch mehr Story gewünscht mit irgendwie einem glatteren Ende. Also, dass sie dann irgendwie, weiß ich nicht, ja, das war so ein bisschen, wäre jetzt so meine Kritik an dem Spiel, dass sie schon irgendwie vielleicht eine Storyline da drin hätten haben sollen, die dann irgendwie auch sauber endet. Ja, das war so, alles auf einmal ist, wieso, es geht gut aus. Also als kleines Kind würde ich total, bin ich da voll dafür, aber als Erwachsener fehlt mir so ein bisschen die Spannung am Ende, weil das ist so, puff, die Probleme sind gelöst. Ja. So ein bisschen wie bei Lost. Ah, war alles nur ein Traum. Ja, so schlimm ist es nicht, aber irgendwie hätten sie ein bisschen, also ich finde es an sich ein schönes Spiel und ich finde auch, dass sie das ganz cool gemacht haben, eigentlich so diese Wissenschaft in das Spiel reingepackt und so. Und coole Grafik und sowas, aber irgendwie bei der Storyline. Weil sie haben sich irgendwie Mühe gegeben, eine Storyline zu bauen, aber dann ist die irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen gefühlt. Ja, haben halt mehr Grafiker als Storyliner gehabt. Ja, ich glaube, sie durften, ich würde jetzt, sie wollten wahrscheinlich eine komplexere Geschichte haben. Aber ich meine, die Geschichten mit dem Tiefseebergbau, das ist am Anfang so, da wurde irgendwie was gestört und das müssen wir uns genauer angucken. Und am Ende sieht man einmal kurz den Bohrer und dann wird es nicht mehr thematisiert. Fühlt sich für mich auch so an, als ob, okay, wir lassen das noch drin, aber der Kritikteil, den er ans Ende der Geschichte gesetzt hat, den können wir so nicht stehen lassen oder so. Also so, weißt du, irgendwie so ein bisschen, also nicht, dass ich denen irgendwas unterstellen will, aber das fühlt sich so gut aufgebaut und eingeführt und dann, guck mal, da liegt was. Ja, so gefühlt so ein bisschen so Fässer aufgemacht, aber sie halt nicht so zu Ende gebracht haben. Ne, ich meine, dann haben sie irgendwie auch die Wale, die haben irgendwie Giftstoffe in sich und da ist irgendwie eine Algenblüte oder sowas und es wird irgendwie auch nicht so richtig zu Ende gebracht. Ja, das fand ich so ein bisschen blöd, aber vielleicht haben wir einfach nur nicht genug Videos geguckt. Vielleicht wird das in den Videos nochmal thematisiert. Da müssen wir nachher nochmal reinschauen. Ja, aber erstmal gehen wir tauchen, ne? Wo wollen wir denn hin? Wir haben hier alle zur Auswahl. Also Atoll Tag, Atoll Dämmerung, der offene Ozean, Tiefseeberg, Sohlebecken, die Schlote, das Atoll bei Nacht und das Küstengebiet von ganz am Ende. Vielleicht, wenn wir... Ja, ich würde sagen, wie wäre es denn, wenn wir am Ende wieder anfangen? Also das Küstengebiet, das war ja dann auch nicht mehr lange zu sehen, weil wir spontan dann schnell fertig waren. Ja. Okay, dann machen wir das mal.
Ja, aber also grundsätzlich, ich finde das Spiel auch wirklich, wirklich schön gemacht. Ich denke einfach nur, sie hatten, weil sie wollten, das Spiel ist rausgekommen zu einem bestimmten Ozeantag, irgendwie am 20. Juni oder sowas. Ja, 20. Juni ist der Tag der Meere. Ja, genau. Und dafür waren sie quasi da, da wollten sie auf jeden Fall rauskommen. Ich denke mal, das war dann auch ein Zeitproblem. Wahrscheinlich. Also, das, ja, das wäre halt eine gute Erklärung, dass ihnen dann nicht jemand, ich habe ja eben jetzt schon hier mit Verschwörungstheorien gearbeitet. Da sind die Riesendrückerfische. Ich habe ja schon ganz viele von denen. Ja? Nein. Die habe ich gerade gescannt. Das ist eine Gang. Ja. Der Gang will ich nicht begegnen. Ja, die Drückerfischgang. Alles, was mit Drücker zu tun hat, ist, hört sich komisch an. Ja. Oh. Hier ist jede Menge Babyschildkröten. Babyschildkröten? Das ist aber ein ganz schön großes Baby. Ja, so ein mittelgroßes Baby. Es hat noch den Babycharakter, aber es ist wahrscheinlich schon ein Jugendlicher. Ja. Ja, wir müssen gerade ein bisschen zugeben, wir sind haben in unserer niedlich? Vorbereitung. Ja, es sind auf jeden Fall niedlich. Haben wir ein bisschen verkackt. Ja. Weil wir haben euch ja das letzte Mal gefragt, worüber ihr was hören wollt und so. Und, und es wurden Schildkröten und Orcas genannt. Und dann hatten wir uns abgesprochen. Ich habe gesagt, dass ich Orcas mache und Inga Schildkröten. Aber irgendwie hat Inga es verballert und hat auch sich auf Orcas vorbereitet. Ich kenne mich jetzt auch richtig gut mit Orcas aus. Ich bin auch gespannt, Jules, ob du alles rausgefunden hast, was ich wo wir uns da ergänzen können mit unseren Orca-Informationen. Ja. Leider kann man sehr viel zum Thema Schildkröten später noch hinzufügen, weil die habe ich nicht vorbereitet. Und das einzige Tier, was noch ein anderes, was wir noch aufgeschrieben hatten, was eventuell attraktiv gewesen wäre, was ich auch mir tatsächlich angeguckt habe, war der Weißflecken-Kugelfisch. Der ist aber boring. Also ist ein sehr netter Fisch. Das war ganz kurz, das war der eine, den wir schon zweimal im Schiff angeschaut haben, ne? Der so auch so ein dummes Maul macht. So. Hallo? Ne? Bitte. Das ist so richtig, das ist so gemein, als würdest du Leute mit Zahnspangen dissen. So. Die Kugelfische und die Igelfische und die Mondfische, die haben halt so einen schnabelartigen, zusammengewachsenen Vorderschneidezahnbereich, sag ich mal. Wahrscheinlich sind es nicht nur die Schneidezähne. Und natürlich auch der Weißflecken-Kugelfisch. Der ist übrigens gar nicht so klein, einen halben Meter ist der lang. Und er ist ja, verzehrbar. Ding, ja. Ja, also was ich zudem rausgefunden habe, war, dass er ein Tier ist, was man essen kann. Also gehört zu den verzehrbaren Kugelfischarten, hat aber leider die Tendenz, also, Schwermetalle anzureichern. Okay, aber das heißt, der hat kein Gift in sich? Nee, ist kein giftiger. Wie der Fubu oder der Igelfisch oder so? Genau, man wird nicht davon umkommen, es sei denn, der hat selber zu viel Schwermetall gefressen. Also... Darum haben sich ein paar Wissenschaftler gekümmert, um die Toxine aus Schwermetallen. Aber ist nichts Weltbewegendes bei rumgekommen bei meiner Kugelfischrecherche im Vergleich zum Mondfisch. Oh, da haben wir es. Das sind wir auch schon direkt. Ja, kannst du da hinterher schwimmen? Da möchte ich jetzt gerne mal ein bisschen mehr schauen. Ja. Was das... Ob man da irgendwas erkennen kann. Da kann ich versuchen, Die haben... Schneller, André, haben wir schneller. Letztes Mal schon gesehen. Die haben ein Tribal hinten. Die haben ein Arschgeweih. Ja, das ist der Sattel, nennt man das. Habe ich jetzt herausgefunden. Und diese Sättel sind verschieden intensiv. Also jetzt bei dem ist der ziemlich, ziemlich weiß, ziemlich hell. Man sieht den sehr schnell. Aber die können auch grauer sein. Dann sind die nicht so offensichtlich. Und anhand von diesen Satteln kann man zum Beispiel die verschiedenen Ökotypen erkennen. Und zwar, teilweise an der Größe. Ja. Die Ökotypen? Ja. Genau, und zwar Ökotypen. Es ist so, dass Orcas leben in kleinen Grüppchen. Das können so 3 bis 20 oder so Orcas sein. Und es gibt Orcas, die im Meer rumwandern in Gebieten. Und es gibt Gruppen, die stationär bleiben. Also die sich quasi vor einem bestimmten Bereich in der Küste das ganze Jahr über aufhalten.
Und dementsprechend fressen die auch andere Sachen als die, die sich bewegen, und das eben ihre Diät, auf Englisch, ihre Nahrungsquellen sind unterschiedlich. Und diese Ökotypen kann man eben unterscheiden, oder kann man zum Beispiel eben auch unterscheiden anhand, wie weiß oder wie grau dieser Sattel ist oder wie der geformt ist. Also das nutzen Wissenschaftler dazu. Und man ist sich aber immer noch nicht sicher, also Inga, ich weiß nicht, ob du da noch was Genaueres gelesen hast, ob diese Ökotypen, ob die eigentlich eigene Arten sind oder nicht. Weil immer noch Julia, im Chat fragt Pingu gerade, ob das, ja? Ob das mit dem Sattel abhängig ist vom Alter. Also die anscheinend nicht, also anscheinend ist es... Ah. Nee, sondern es ist wirklich genetisch. Also wenn du quasi dieser Ökotyp A bist, dann hast du, ist es jetzt gerade, hast du einen sehr grauen Sattel. Und wenn du ein Ökotyp C bist, hast du einen sehr weißen. Das ist jetzt gerade erfunden mit dem Weiß und Grau, das muss ich nachgucken. Es könnte auch andersrum sein, aber ja, genau. Ja, so ein bisschen wie, keine Ahnung, du hast blonde Haare oder du hast schwarze Haare oder so. Genau, das ist dann einfach, bleibt so in dieser Familie. Hm. Genau, das Problem generell von Art ist halt immer so die Definitionsfrage, weil oft ist zum Beispiel eine Definition von Art ist, dass du dich nicht untereinander fortpflanzen kannst. Und das können natürlich diese Orcas aus den Ökotypen prinzipiell schon. Aber wenn du jetzt eben einfach auf verschiedenen Seiten der Erde lebst, dann kannst du dich halt einfach aus geografischen Gründen nicht miteinander fortpflanzen. Und dann kannst du dich eben teilweise schon genetisch gesehen so verändern, dass du schon als eigene Art dastehen kannst oder nicht. Aber ob diese Ökotypen jetzt eine eigene Art sind oder nicht, ist halt... Wird diskutiert. Wird noch debattiert, genau. Ja. Okay. Ja, ich habe dazu noch rausgefunden zum Thema Ökotypen, dass die im Nordostpazifik 3 Formen unterscheiden. Und da machen sie diesen Unterschied nach den Nahrungsquellen. Und in der Antarktis 5 Formen, die teilweise auch nach der Größe, aber auch nach den Nahrungsquellen unterschieden werden. Also zur Größe von denen habe ich so ein durchschnittliches Männchen, ist so etwa 9 Meter lang. Wobei die eine Unterart in der Antarktis, das ist Typ C, da gibt es nämlich A, dann gibt es B1 und B2, dann gibt es C und dann D. C ist kleiner, da sind die Männchen nur so um die 6 Meter. Und die Männchen sind größer als die Weibchen. Die werden übrigens auch schwerer als Mondfische mit ihren 6,6 etwa Tonnen. Sind ja auch größer als Mondfische, oder? Ja, die sind, ja, die sind länger. Wobei, hey, der Mondfisch, der über vier Meter in einer Höhe erreicht, ist ja im Vergleich, wenn du jetzt so ein kleines C bist, so ein C-Orca, dann ist der gar nicht so weit entfernt, finde ich. Es hat was von C-Promi. Ja, aber es gibt auch noch D. Ein C-Orca, okay. Der C-Orca, wird auch Ross-Killerwal genannt und frisst Fisch und lebt im dicken Packeis. Er kann übrigens 28 verschiedene Rufe. Der ist nämlich akustisch erforscht worden. Also ich habe mich ja auch so ein bisschen mal mit dem Namen Orca auseinandergesetzt, ne? Ah. Weil also Orca ist halt, kommt eigentlich vom lateinischen Artnamen, der ist Orcinus orca. Aber die werden ja auch im Deutschen auch eben Killerwal, wie du gerade gesagt hast, genannt, oder auch Schwertwal. Und Schwertwal werden die genannt wegen dieser langen Rückenflosse, die sie haben, oder vor allem die Männchen haben die halt. Bei den Weibchen sind die gar nicht so auffällig, aber bei den Männchen sind die eben extrem groß und können bis fast 2 Meter hoch werden, was schon ganz schön krass ist. Und damit zeigen die eben auch irgendwie Dominanz. Und das kennt man vor allem auch vom Film Free Willy, dass die eben auch abknicken kann, was eben irgendwie durch Stress oder so in der Gefangenschaft passieren kann. Was natürlich schade ist. Ich würde mal ins U-Boot wechseln. Zurückschwimmen. Komme ich hier? Jo. Ja, zum U-Boot zurückkehren, weil dann könnte ich mal die Orcas auf diesem Hologrammtisch uns hervorholen. Ja, weil ich schwenke mir jetzt immer im Halbdunkel hinter denen her. Ja. Lass ihn uns mal unter die Lupe nehmen. Und dann wollte ich noch rausfinden, was denn Orca bedeutet, das Wort. Und das war irgendwie gar nicht so einfach. Also letztendlich ist es wohl auf Lateinisch bedeutet das die Form eines Fasses.
Und da stand auch irgendwie so, naja, weil Orcas sind ja auch fassförmig. Also in meinen Augen sind Orcas überhaupt nicht fassförmig. Ich weiß nicht, was das für einen Zusammenhang haben soll. Und dann wurde auch manchmal behauptet, dass es vom Orcus kommt. Und Orcus ist ein römischer Gott aus der Unterwelt. Und da wurde aber auch debattiert, dass das wohl eigentlich nicht stimmt, sondern dass das eben von dieser Fassform kommt. Und dieses Orcus aus der Unterwelt halt so ein bisschen dahergezogen wird, weil sie eben als bedrohliche Wale gesehen werden, deswegen auch Killerwal, weil die eben auch schon früher beobachtet wurden, dass sie andere Wale angreifen und fressen. Und deswegen werden sie halt Killerwal genannt, also nicht, weil sie Menschen oder sowas angreifen, sondern weil sie andere Wale angreifen. Und genau, und Menschen, also es wurde noch nie davon berichtet, dass Killerwale in der freien Wildbahn Menschen angegriffen haben. Nur im Aquarium. Ja, und der antarktische Killerwal ist der Minkwal-Spezialist unter denen. Kommt eine Katze an. Deswegen gucke ich gerade irritiert nach unten. Eine schwarze Katze. Eine orcaartige Katze. Ja. Inga, hast du keine Leckerlis dabei? Nein, ich habe keine Leckerlis dabei. Und jetzt, naja, egal. Berichte nicht mehr aus den Katzenhausen hier. Aber die sind übrigens nach den Menschen die weit verbreitetsten Lebewesen auf der Welt an Säugetieren, angeblich, habe ich gelesen. Wobei, also weil man sie überall finden kann? Ja, weil du sie überall finden kannst, genau. Es gibt angeblich eine vorsichtige Schätzung, so 50.000 Stück davon im Meer. Aber sie sind 50, wirklich das ist ja nicht viel. Finde ich auch nicht viel, aber ja, ich weiß auch nicht, warum die das, also mehrere Paper haben behauptet das. Und die haben dazu geschrieben, naja, sie gehen davon aus, dass Ratten auch ziemlich weit verbreitet sind. Ich wollte gerade sagen, was mit Ratten, aber Ratten gibt es, ja, glaube ich, nicht in der Arktis und an Antarktis. Das klingt, glaube ich, zu kalt da. Ja. Ja. Aber da ist auch die Frage, ob so Land und Wasser so vergleichbar ist. Keine Ahnung, wie man das vergleichen will überhaupt. Ja. Die sind ja auch... Ich kann hier verschiedene... Wow! Da kommen sie angeschwommen. Ja, das haben wir freigeschaltet, weil ich alle 12 Orcas im Spiel gescannt habe, ganz offensichtlich. Oh! Sehr gut! Oh. Die schwimmen übrigens auch rund um Irland rum. Also Norden von Shetland, Irland, in Nordnorwegen sind sie große Makrelen. Ja, ich hab gelesen, also zum einen, also in der Nordsee gibt es die auch, also auf, ja, ich glaube auf Sylt wurde auch mal ein Toter angespült, aber ich habe gelesen und ich konnte, dass sie sogar auch in der Elbe und also dass die auch in Flüsse schwimmen teilweise und dass sie sogar auch im Rhein und in der Elbe gesichtet wurden. Ich konnte dazu kein, ja, ich war auch so ein bisschen, ich habe es gelesen, war so, okay, dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt und ich konnte nichts dazu finden. Deswegen weiß ich nicht, ob diese Aussage stimmt oder ob die vielleicht, also wenn das stattgefunden hat, dann ist das wahrscheinlich eher so vor, keine Ahnung, 100, 200 Jahren oder so gewesen, also in letzter Zeit, und dass das dann mal irgendwo geschrieben wurde, weil, also es war auf jeden Fall schon mal ein Beluga-Wal im Rhein. Ja, das davon weiß ich. Ich auch tatsächlich, ja, Fotos gesehen. Davon habe ich Fotos, den habe ich auch mal nachrecherchiert, den kleinen Beluga-Wal. Der Beluga-Wal im Rhein ist nämlich voll prominent gewesen und damals Oh, der Arme. Und er schwamm rum und er wurde mit Toastbrot gefüttert und war total prominent. Und dann gab es einen Zoodirektor, ich glaube, das war der Bonner Zoodirektor, der wollte den unbedingt einfangen, weil der war Direktor, nicht nur der Wal. Und, und der dachte sich,
wie geil, ich brauche den nirgendwo, ich brauche keinen Wal shoppen gehen, der schwimmt hier vor der Haustür, den holen wir uns für unseren Zoo. Und dann gab es da so eine richtig krasse Aktion, wie sie versucht haben, immer, also mehrere Versuche, den Wal zu fangen. Der Wal ist aber geil genug gewesen, um es zu schaffen. Und hat eine Plenarsitzung oder irgendein wichtiges Meeting in Anführungsstrichen gestört, weil der ist immer weiter Richtung Bonn geschwommen und dann gab es da ein richtig wichtiges Ministertreffen oder so. Und dann kam so, der Wal ist hier, der schwimmt direkt vor uns lang. Und alle so, okay, egal, wir rennen raus und gucken uns den Wal an. Also, richtig so. Ja, der Wal hat die Politik durcheinander gebracht. Er hat ist erfolgreich geflohen vor dem Zoodirektor und er wurde dann bei den Holländern in Empfang genommen und von der Polizei sicherheitsmäßig in die Nordsee zurückbegleitet, damit dem nichts mehr passiert. Also die Holländer waren deutlich sympathischer zugange mit dem, der ist auch wieder weiß geworden später, ne? Der. Und was im Chat hier steht gerade, dass der Ton ab und zu mal ausfällt. Ich muss mal gerade was einstellen. Nee, das ist, glaube ich, auf meiner Seite. Und dann war der da auch echt, ich glaube, über eine Woche oder sowas hing der da rum und alle standen da und haben den Wal angeguckt. Aber ich weiß auch gar nicht, wie es ausgegangen ist. Also ich glaube, er hat wieder den Weg zurückgefunden. Aber es muss schon abgefahren sein, wenn du mal Wal gucken kannst, so von zu Hause aus. Ja, das ist ganz geil. Die anderen hören uns alle nicht. Also wir verstehen uns, Guerillaschief schreibt, aber sie verstehen sich. Der Ton ist ganz weg. Ja, bei mir ist okay, scheiße. Ich höre euch total gut. Ja, ich euch auch, aber bei mir ist tatsächlich bei Twitch auch der Chat funktioniert bei mir nicht mehr. Der geht nicht mehr weiter bei mir. Genau, es geht gerade wieder. Jetzt ist er wieder da. Ja. Nee, das hat nichts damit, das hat nichts, das hat mit was anderem zu tun. Ich fürchte, ich habe an Dingen rumgeklickt, an denen ich nicht rumklicken sollte, während der Stream läuft. André, endlich passiert dir das auch mal, weil sonst bin nämlich ich auf irgendwelchen Sachen rumklicken und der arme Mann muss dann ferndiagnostisch sagen, klick dich rum. Genau. Ja. Aber so wie es aussieht, haben wir eine leichte Tonverzögerung. Ja, naja, das ist ja nicht neu. Nee, das ist nicht neu. Aber jetzt haben alle nicht mitbekommen, dass der Buckelwal vor Montreal gestoppt wurde durch eine Schleuse. Wir haben über Belugas geredet und dann Buckelwale und jetzt weiß es keiner außer uns. Naja. Waren es nur kurze Tonaussetzer oder konntet ihr ganz lange nichts hören? Ja, wie lange habt ihr denn nichts gehört? Gute Frage. Oh, schon seit einer halben Stunde. Oh, wir gucken einfach nur die bunten Bilder. Ist auch schön. Ja. Oh, jetzt ist wahrscheinlich die Verzögerung so lange, dass gar keiner mehr was schreibt, weil das ein 2-Minuten-Delay hat oder so. Keine Ahnung. Schreibt hier keiner was. Aber es geht immer mal wieder nicht. Immer mal wieder nicht. Ja, immer mal wieder ist komisch, gerade ne? Wieder. Du hast ja bestimmt nur einmal geklickt an irgendwas. Vermute ich. Scheiße! Pingu schreibt, wir müssen Ton anmachen. Ja, hier wird die ganze Zeit geredet. Oh Mann, ey. Ja, die tun mir alle sehr leid. Inklusive dir, André. Glaubst du, wir machen einfach so weiter? Ja, oder glaubst du, dass wenn wir wieder auf Discord gehen, dass es besser wird? Keine Ahnung. Sollen wir es probieren? Wir können einfach mal... Okay, Pingu, okay, gerade geht's ganz gut, wir hören euch. Das ist schön.
Ja, das ist super gut, weil das Einzige, was wir nämlich sonst machen könnten, müssten wir ja sonst spontan auf Discord wechseln. Nix Wir klicken, lassen ich es so. klick Okay, nix, ich wir klick klicken nix, nichts. ich klick nix. Nichts klicken. Ich klick nix. Habt ihr noch mitbekommen? Habt ihr noch mitbekommen im Chat, dass wir über Moby Dick, den Beluga, der grau wurde und vor allen geflüchtet ist und am Ende aber heil in der Nordsee ankam, unter polizeilicher Begleitung der Holländer? Habt ihr das noch mitbekommen? Hoffentlich. Und danach kam das mit dem, was für ein Buckelwal war es, ne? Ja, Okay. das haben sie mitbekommen. Sehr gut. Yay. Ach, Gott sei Dank. Okay. Ah, Jules, ich habe noch was anderes Spannendes rausgefunden. Wir hatten doch Ja, beim letzten hau Mal so ein Schlafhai, ne? Da war doch irgendwo so ein Ja. Schlafhai. Und ich habe in einem In der Paper Tiefsee. gelesen, ja, in der Tiefsee, und der pazifische Schlafhai wird sehr gerne vom Offshore-Typ C, also einen antarktischen Hai, gefressen. Und das kann man an deren Zahnstruktur feststellen, weil Haihaut hat ja selber sehr, sehr viele kleine Zähne und ist so wie Schmirgelpapier. Und das bedeutet, dass die Orcas, die sich von Haien und auch gerne von Schlafhaien ernähren, abgeraspelte Zähne haben. Da gibt es Fotos Ah, von. Dann interessant. siehst du nur noch so einen Kreis mit so einem Loch da, wo wahrscheinlich wo die Zahnwurzel drin wäre oder so. Ich habe gedacht, die müssen mega Zahnschmerzen haben, diese Orcas, aber Boah. Oh. haben sie. Ja, Ja, ich habe aber auch warum irgendwo ist. gelesen, dass die auch teilweise. Sprich ruhig, Julia. Dass die teilweise, ja, dass die teilweise eben so kaputte Zähne haben und auch so Kiefer, Fehlstellungen, wahrscheinlich eben davon, dass sie so Beute packen und dann damit zu kämpfen müssen und so. Und da dachte ich mir auch so, boah, das hört sich ganz schön schmerzhaft an. Da würde ich mir, glaube ich, lieber immer eher so kleine Fische suchen. Ja, apropos, hier, Olaf schreibt, Schlafhai ist das Pendant zum Puckelwal. Sind wir wieder im schlechte Witze-Bereich angekommen? Da haben wir doch letztes Mal geendet. Ich Jetzt glaube starten wir schon. damit. Ja, aber apropos Futter, ne? Also die haben, weil die ja unterschiedliche Futtersachen gerne nutzen, diese Orca-Subspezies, die sind ja nicht nur Gourmets, wie wir bestimmt auch schon mal irgendwo anders, ja, das haben wir schon mal erzählt, ne, dass die weißen Haie Angst haben vor den Orcas, weil die Orcas die Feinde von den weißen Haien sind und gerne die Leber fressen, aber die Orcas fressen auch super gerne das frische Fleisch, das Brustfleisch von Pinguinen. Die Brust, der beste Teil. Ja, und von Walen gerne Zunge, Lippe und Blubber. Und auch nur ausgewählte Stücke von Robben. Das heißt, die Reste, die schwimmen dann im Ozean rum. Also da dieser kleine Schlafhai, der ja ganz niedlich aussieht, ist es ein pazifischer Schlafhai übrigens? Steht das da Das irgendwo? war Hier der. steht nur Hier steht nur Schlafhai, ne? Schlafhai, aber wir können mal gucken, ob bei wissenschaftlicher Aufzeichnung was steht. Oh, ich kann das nicht lesen. Somniosus Ich auch nicht. pacificus. Ich würde sagen, Ja, pazifisch dann ist wohl passt. der pazifische Schlafhai. Ja, und die Schlafhaie, die werden, also ich habe noch gesucht zum Thema, wie tief taucht denn ein Orca? Und Orcas, die tauchen weniger tief, als Menschen tauchen können, wenn Menschen trainiert haben. Also Menschen, der Rekord liegt irgendwie bei 185 Meter Tiefe für einen Mensch. Und die Orcas ernähren sich ja aber von Tieren, die meistens etwas weiter oben schwimmen. Die können auch so 160 Meter tief tauchen. Aber es gibt Orcas, die trainiert worden sind in den 70er Jahren. Da gibt es ein eigenes Buch drüber. Habe ich gefunden. Das ist voll geil. Das Project Deep Ops. Da haben sie ein Pilot und drei Killerhaie, also drei Orcas, trainiert und ein Buch drüber geschrieben. Und da haben sie es geschafft, einem Orca beizubringen, 260 Meter tief zu tauchen. Der musste dann so Sachen aus der Tiefsee rausholen. Die haben so Gestelle gebaut für die Orcas und auch für den Pilotwal. Und der Pilotwal wurde Morgan genannt und ich nenne ihn mal den Streberwal, weil Morgan, der Pilotwal, immer besser zu trainieren war als die Killerwale. Und die Was ist denn Killerwale, ein ich habe mich Pilotwal? Also total eine andere Art oder was? eine ganz andere Art.
Also die haben nichts miteinander zu tun, aber die waren alle, die waren vier Wale in dem Training, wobei Pip, der eine, der erste Wal, der ist schon mal gestorben, der wurde nie freigelassen, um mit dem irgendwie Tauchversuche zu machen. Der ist quasi gefangen worden. Sie haben versucht, den zu trainieren im Becken und der ist krank geworden und ist dann verstorben. Die anderen Wale sind alle in der freien Natur genutzt worden, um irgendwelche Sachen wieder hochzuholen. Ich weiß gar nicht, ich habe mir das Buch nicht komplett durchgelesen. Ich bin da nur drauf gestoßen, weil ich wissen wollte, wie tief die tauchen können. Ja. Und da gab es noch Ishmael und Ahab, das waren die anderen beiden Orcas. Ishmael ist abgehauen, den haben sie nicht mehr gefunden. Gut für ihn. Ja, und Ahab hatte zeitweise immer wieder keinen Bock. Ja, ja, genau. Also Morgan, der Streber-Pilot-Wal und ein toter Orca und ein Orca, der Fahnenflucht begangen hat und ein Orca, der keinen Bock hatte, aber am tiefsten tauchen konnte am Ende. Ja, das ja, André, also ein Pilot-Wal, das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, auch wie so Beluga in Grau oder so. Also das sind auch kleine, also das sind auch wie Killerwale auch, gehören die zu den Delfinen. Das heißt, es sind relativ kleine Wale. Also ja, es ist ein bisschen irreführend, weil die halt eben wie der Killerwal oder der Pilotwal halt Wal heißen, aber sie gehören eigentlich zur Familie der Delfine und sind Zahnwale. Also, ne? Alles, was Zähne hat, ist ein. Was, wenn sie nicht gerade zu viel Hai gegessen haben, ja, und keine Zähne mehr haben? Genau. Also so ein bisschen sowas in der, also kleiner, nicht so groß, aber dann auch größer als ein Schweinswal. Weil das sind ja auch eher kleine. Nö, ich denke mal sowas. Schweinswale klein. Ja, genau. Schweinswale gehören auch zu den Delfinen, ne, Inga? Ja. Da fragst du mich was. Ja, genau, aber diese Pilotwale, genau, sind, kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie so Schweinswale und die haben wie so ein bisschen Beluga, so einen abgerundeten Kopf vorne. Okay. So, Schweinswale gehören zu den Delfinartigen. Ja, genau. Also auch Zahnwale und ja. Wir haben doch auch ein weswegen ich da drauf komme, Inga hat mal einen schönen Artikel bei Plötzlich Wissen über Schweinswale geschrieben. Flipper der Ostsee, genau. Ja, die sprechen Dialekt. Die sprechen Dialekt. Ja, richtig. Wie das im Norden so ist. Ja, die sprechen Dialekt. Ja. Ja. Hä? Ja, ja. Und die werden da. Ja, und wenn man von denen den Dialekt kann, dann kann man die auch warnen vor Fischernetzen, ne? Aber da muss man den richtigen Dialekt für den richtigen Fischereibereich muss man da können, ne? Genau, ich habe gerade mal den Link zu den Schweinswalen auch in den Chat reingeschmissen, weil das war die Assoziation, die ich sofort damit hatte, weil du sagtest, es sind kleinere wie Delfine und dann dachte ich, ist das so wie ein Schweinswal. Aber ja, jetzt kann ich mir das vorstellen, Pilotwal. Habe ich aber vorher noch nie gesehen. Haben wir hier auch leider nicht drin, ne? Du kannst auch vielleicht den Link von Ingas Artikel zum Mondfisch auch noch reinposten, weil Inga hat ja das letzte Mal was über den Mondfisch erzählt und das hat sie dann nochmal alles schön niedergeschrieben und einen kleinen Artikel für unsere Website gemacht. Also falls ihr das nachlesen wollt oder nicht gehört habt letztes Mal, ja, hat Inga das schön zusammengeschrieben. Die Bedeutung des Mondfisches für unsere Gesellschaft. Mach ich. Ja, Orcas haben übrigens auch Dialekt. Ja. Die hat auch jede Familie quasi ihren eigenen Dialekt. Und die sind natürlich auch wie Delfine oder so, ne? Können die total krass irgendwie miteinander kommunizieren und miteinander reden. Was gab's noch? Was habe ich denn noch aufgeschrieben, dass sie drei Arten von Geräuschen machen, also so Echolocation-Klicks. Das sind kurze und lange Pulse. Sie haben aber auch pulsierende Rufe und auch Pfeifen. Also das Pfeifen ist soziale Interaktion meistens. Genau, ich habe noch gelesen, dass also bei Delfinen ist das auch so. Die haben die Klicks, die Burst Pulses und das Pfeifen. Mhm. Und ich habe noch gelesen, bei Orcas ist es so, dass sie wohl beim Jagen diese Klicks kaum benutzen. Mhm. Wobei das bei Delfinen eben schon der Fall ist. Deswegen ist man sich nicht so sicher bei den Orcas, ob sie das so zum Jagen, diese Echolocation benutzen. Aber also, die, ja? Mach zu Ende.
Okay, ich wollte jetzt was mit dem Jagen anfangen, deswegen. Ja, ja, ich auch. Also, okay, dann ja, bevor ihr mit dem Jagen anfangt, dann habe ich noch eine kurze, kurze Dingens dazwischen. Wo wir über jetzt die Sprache und Dialekte gesprochen haben, wisst ihr ungefähr, in welchem Frequenzbereich das war, mit den, also wo sich die Töne aufhalten? Ja, kann ich dir sagen, habe ich nämlich aufgeschrieben. Sag mal. Navigation und Futtersuche sind zwischen 10 und 100 Kilohertz. Okay. Und dann gibt es Pfeifen, da gibt es die Nordpazifik-Killerwale, die sind zwischen 1 und 36 Kilohertz am Pfeifen, während die Nordatlantischen bis zu 76 Kilohertz pfeifen. Okay. Fast wie bei Loriot. Ja, und Echolocation Klicks habe ich hier jetzt, ja, das ist ja das mit dem 10 bis 100 Kilohertz. Das ist ganz schön. Ja, das sind so die Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Riesige Bandbreite ist das. Ja. Also. Können aber, was. Ja. Aber die können wahrscheinlich, also Delfine können gar nicht so weit hören. Wahrscheinlich die Orcas auch nicht. Aber die können, die haben so ein krasses, in ihrer großen Schnauze, so ein krasses Hörorgan, mit dem sie eben diese Echolocation aufnehmen können und so. Dafür ist das extra. Ja, und zum Thema Jagen ist es so, dass ich gelesen habe, dass die, je nachdem, was sie jagen, halt auch klicken oder eben nicht klicken. Also wenn sie Tiere jagen, die das auch hören könnten, dann halten sie lieber die Fresse. Und wenn es so Fische sind, die es nicht checken würden, dann unterhalten sie sich auch gerne. Genau das. Ja, genau, die haben halt eben auch je nach eben Ökotyp verschieden und je nach Nahrungsquelle ganz verschiedene Jagdtechniken. Und sie jagen halt eigentlich immer in der Gruppe. Also das heißt, meistens jagen nicht allein, sondern gehen da gezielt vor und nutzen das auch, um irgendwie ihren Jungen das beizubringen. Also ich meine, glaube ich, so die typischen Bilder, die wahrscheinlich jeder so ein bisschen kennt, ist so dieses Robbenjagen, wo die sich an den Strand schmeißen und dann wieder zurück ins Wasser wiggeln. Oder eben, dass sie eben auch andere Wale angreifen. Also da gibt es ja manchmal auch krasse Aufnahmen. Also vor allem junge Kälber von zum Beispiel Buckelwalen, die sie angreifen, weil halt eben die Kleinen können sich nicht so wehren. Buckelwale sind nämlich tatsächlich, glaube ich, die einzigen Tiere, die Orcas wirklich gefährlich werden können. Und zwar, weil die haben ja so ganz lange Flossen. Und wenn sie die quasi rausholen und dann mal runterklatschen, dann lässt es auch ein Orca nicht kalt. So, okay. Genau, aber auch Blauwale und so greifen die an. Genau, und das nennt sich, deswegen sagt man auch, dass die Gruppen eigene Kulturen haben. Also weil sie eben eigene Dialekte sprechen und weil sie eben auch so eigene Jagdtaktiken haben, die an ihre Kinder weitergegeben werden. Ja, denn man spricht da ja auch von der Mutterlinie, also die verschiedenen sozialen Ebenen in den Clans, also es gibt die Mutterlinie, das Mutter mit Kind, und da bringt dann halt die Mutter den Kindern das alles bei, was man so wissen muss. Also wie rede ich ordentlich, wie jage ich ordentlich. Und dann gibt es die nächstgrößere Gruppe sind die Pots, das sind die verwandten Mutterlinien, die zusammen umherziehen. Das sind dann wahrscheinlich so 10, 12, 20 Orcas. Und dann gibt es die Clans, die definieren sich über ihre Sprache und die Dialekte. Und dann gibt es die Community. Das sind die Pots, die untereinander kommunizieren und interagieren, aber keine Gene gemeinsam haben. So habe ich zumindest so mal rausgeschrieben. Und also zum Thema sowas Jagen. Nachbarn und Familie, also das wäre dann der Vergleich zu, das sind halt die Nachbarn und das sind Verwandte. Ja. Aber man hat halt mit denen zu tun, wenn man sich das Ökosystem teilt. Ja, leichte Überschneidung, aber ich spreche nicht mit denen so richtig. Aber haben die da eigentlich sexuelle Vermischung? Nee, eben fast nicht, glaube ich. Also in der Größen, in der Community nicht. Die teilen sich halt keine Gene oder so. Deswegen gehe ich davon aus, dass die schwimmen halt mal aneinander vorbei. Aber ich weiß es, ich bin kein Orca-Forscher. Aber so habe ich das halt verstanden. Mhm. Ja. Also regionale Gruppen von Clans desselben Ökotyps, habe ich hier noch aufgeschrieben, für die Community. Also Mutterlinie, das Kleinste, dann der Pot, jetzt sind die, ist die Großfamilie sozusagen, dann der Clan, dann die Community. Aber ja,
sehr, sehr detailreich. Was ich viel spannender noch finde, ist, was die noch so für Jagdaktionen haben, weil die sind richtig fies. Also fies im Sinne von sehr erfolgreiche Jäger. Ja. Die haben so ein Ding, das nennt sich Karussell. Also in Norwegen, da jagen die in Gruppen und schwimmen im Kreis, machen Blasen, kesseln damit Heringe ein und schlagen da mit dem Schwanz rein. Also sie treiben die so zum Ball zusammen, die Heringe. Ja, und also dann werden so die halt K.O. geschlagen. Und dann Flugenschlag, Flugenschlag genau. Habe ich hier auch in dem in der Verhaltensweise, wo der... Ja, hier, genau. Also so dann tatsächlich. Der wiederholt ihn jetzt. Ja, bam. Nachdem... Ja, richtig. Bam, Knockout. Ja, ist einmal die Heringe K.O. schlagen zum Beispiel. Aber es gibt auch noch, also neben dem, was Jules ja auch schon erzählt hat, neben dem, wir stranden mal am Strand und fressen eine Robbe oder snacken vielleicht sogar einen Pinguin. Man kann Pinguine und auch Robben noch anders fangen, nämlich zum Beispiel, indem man sich mit seinen Kumpels um eine Eisscholle formiert, auf der was Leckeres rumschwimmt und dann gemeinsam die Eisscholle anfängt abzubauen, indem man sie rammt. Und wenn die dann klein genug geworden ist, die Eisscholle, dann wackelt man an ihr rum, bis das leckere Frischfleisch ins Wasser fällt und dann wird geteilt. Also, ja, die sind da, haben schon ein paar spannende Techniken. Aber es sind alles unterschiedliche Ökotypen, unterschiedliche Jagdtechniken sich angeeignet haben und dann ja in dieser Mutterlinie das immer alles weitergeben. Ja, ist auch fies, wenn sie manchmal mit den Seerobben so spielen und die dann so durch die Gegend kicken mit ihrem Schwanz. Oh. Und dann fliegen die irgendwie, keine Ahnung, 20 Meter weit. Ja, das ist nicht so. Wobei ich dazu sage. Manchmal essen sie die auch dann nicht, sondern sie spielen wirklich nur damit. Das ist in etwa so, wie der Mondfisch das Opfer von den kalifornischen Seelöwen. Ja, ja. Das hatten wir beim letzten Mal. Ja. Die Mondfische, die da nicht getaggt werden in der Monterey Bay, weil man schon weiß, wenn du den taggst, dann verlierst du deinen Tag. Also diese Satellitenempfangsaktion, weil die tendenziell als Frisbee genutzt werden von Seelöwen. Ehrlich? Warte mal gerade, weil ich sehe gerade im Chat, Guerilla Sheep sagt, du musst jetzt los. Du verpasst das Janus-Protokoll. Ich weiß, wenn du noch 5 Minuten hast, dann kann ich kurz was dazu sagen. Ich hoffe, du hast noch was. Das war nämlich auch eben, ich wollte euch beide jetzt nicht unterbrechen, aber bevor er weg muss, alles klar, Guerilla Sheep weg muss, weil er hat das gefragt vor 2 Streams mit dem, und deswegen habe ich eben auch gefragt, wie ist denn das mit den Frequenzen, wo die Orcas denn kommunizieren. Es gibt tatsächlich, also es gibt Janus, das kennt man, wenn man sehr alt ist, so wie ich oder noch älter. Das ist ein Protokoll aus der, wo Computer tatsächlich so mit Telefonhörer, Akustikkoppler miteinander gesprochen haben über Mailboxen und so. Das ist ein Janus-Protokoll. Es gibt aber noch ein anderes Janus-Protokoll. Das gibt es erst seit ein paar Jahren. Das ist das Protokoll, wie Daten über Schall im Meer verbreitet werden. Diese beiden Protokolle heißen nur gleich, haben aber erstmal nichts mit, also haben ein klein wenig was miteinander zu tun, weil sie auf beide Schall benutzen, aber auf sehr, sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Also das Janus-Protokoll, das es vor 30 Jahren beim Computer gab oder vor 25, das gibt es immer noch, aber das da benutzt wurde, hat jetzt erstmal nichts zu tun mit dem, wie das Janus-Protokoll, das im Meer jetzt verwendet wird, das ist ein sogenannter NATO-Standard für Forschung, wie das funktioniert. Das beschränkt sich nämlich auf eine ganz bestimmte Frequenz, 11,5 Kilohertz. Das heißt, wir als Menschen können das toll hören und wahrscheinlich die Meeresbewohner auch. Also 11,5 Kilohertz, ein Mensch kann zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz hören. Also 20 Kilohertz ist schon das ganz hohe Fiepen. Ich weiß nicht, ob ich jung genug bin oder schon so alt, dass ich das nicht mehr hören kann. Aber in dem Bereich, also mittendrin, also das ist, ich
mir fällt jetzt gerade spontan kein Geräusch an, mit dem man das vergleichen kann. Aber es ist schon ein relativ hoher Ton. Also irgendwie 11,5 Kilohertz ist standardisiert. Und das Tolle an dieser Erfindung ist, oder am Etablieren dieses Standards durch die NATO und durch, also nicht nur die NATO hat damit zu tun, aber die NATO betreibt halt ziemlich viele U-Boote, deswegen ist das haben die da halt mitzureden. Ansonsten, warte mal, wer war da noch bei? Ja, also vor allem NATO STO Center for Maritime Research and Experimentation. Und die sind, die haben ihre Basis in Italien. Das heißt, die beschäftigen sich auch mit Forschung und helfen bei Tiefsee- und Unterwasserforschung. Und es gibt ein Standardisierungsabkommen, dass man jetzt mal anfängt, tatsächlich Janus, also dieses Janus-Protokoll, so haben sie es halt genannt, dass sie das Unterwasser etablieren mit Unterwasser-Lautsprechern und Unterwasser-Mikrofonen, können also verschiedene Teilnehmer Sachen austauschen. Und dieses Janus-Protokoll ist sehr ausgeklügelt. Also im Prinzip ist es ein Standard, wo Mikrofone auf einer bestimmten Frequenz hören und Lautsprecher auf einer bestimmten Frequenz senden. Und dieser Standard ist offen. Also es heißt, welche Codes das gibt, da muss man nicht irgendwo eine Lizenz kaufen oder so. Das kann man offen herauskriegen. Man kann miteinander kommunizieren und die sind rückwärts kompatibel. Das heißt, alte Geräte, die einen bestimmten Standard haben, wo sie so wie ein Faxgerät nur sehr, sehr langsam Daten schicken können, können genauso über Janus kommunizieren. Dann wird halt dem Janus-Empfänger gesagt, mach mal ein bisschen langsam, also ich schicke nicht so viele Daten, als auch ziemlich hohe Datenraten können damit versendet werden. Das funktioniert dann über ganz kurze Chirps, so nennen die das. Also das wird so ein kleiner Teil des Spektrums durchgefahren. Also das Janus-Protokoll ist etwas, wo auf, naja, ein paar Kilometer tatsächlich unter Wasser Daten ausgetauscht werden können. Das ist halt besonders gut für U-Boote, die sehr, sehr tief runtertauchen sollen. Wenn du irgendwas hast, was durch irgendeinen Graben oder sowas tauchen soll, sind halt 8 Kilometer lange Kabel manchmal auch wirklich eine Last und ein riesiges Problem, wenn du das weglassen kannst und über Schall in dieser Form kommunizieren kannst, ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für die Unterwasserforschung. Es gibt auch ein paar Leute, die haben das mit Lasern haben was gebaut, wo man mit Lasern kommuniziert, die man dann halt ausrichten muss. Das ist aber eine andere Nummer. Aber bevor du, wenn du sagst, du musst weg, wollte ich kurz das mit Janus erzählen. Hat nichts mit der Technologie von damals zu tun. Ist ein neuer Standard, der sehr, sehr gut durchdacht ist und Open Source und für alle benutzbar. Ja, das war Janus. Aber ihr könnt auch gerne noch fragen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Schnelldurchlauf gemacht. Ja. Ja. Guck mal, es gibt eine Frage. Pinku fragt, ob dann die Frequenz nicht Tiere stört und dann es noch mehr Lärmbelästigung gibt. Ja. Das ist ein Problem. Das ist definitiv ein Problem. Also, gut und schön. Okay, Guerilla Sheep wird ein Brettspiel spielen und wird ein bisschen herumhängen, das ist total schön. Aber tatsächlich, ja, die Frequenz wird auch Tiere stören. Das wird Lärm unter Wasser verursachen. Also piepen auf einer bestimmten Frequenz. Das wird auf jeden Fall nicht spurlos an den Meeresbewohnern vorbeigehen. Und auch an uns nicht. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass jemand Lautsprecher aufstellt, um quer über den Ozean was zu senden. Aber trotzdem, wenn das eine lange Reichweite haben soll, dann muss das halt schon relativ laut sein. Was gut ist, ist, dass sie sich halt auf ein Frequenzband beschränken. Das heißt,
du hast nicht, also ich habe leider nichts darüber gefunden, ob das in irgendeiner Form ausgewählt wurde, weil das dann schön gerichtet werden kann. Die Abbildungen, die ich gesehen habe, zeigen dann halt auch so, dass Sender und Empfänger halt unterm Schiff sind in Richtung des U-Boots und nicht in alle Richtungen abstrahlen. Dass man das halt in einer bestimmten Form halt auch richten kann. Deswegen haben sie so eine etwas höhere Frequenz genommen, über 10 Kilohertz. Aber ja, das sorgt für Lärm im Ozean. Und das ist ein großes Problem. Und ich habe jetzt noch eine Frage. Ja, hat das? Ich hab dir doch den Artikel mit dem Wi-Fi unter Wasser geschickt. Ja. Hat das damit was zu tun oder ist das jetzt wieder was komplett anderes? Weil ich habe den Artikel ja nicht gelesen. Ich habe ihn dir nur geschickt. Der ja, war auch nur ganz kurz, ne? Das war das mit dem Bild. Bitte? Red ruhig weiter. Okay. Du hast mir einen Artikel geschickt, das habe ich jetzt eben kurz erwähnt. Es gibt eine Forschergruppe, die haben einen Wi-Fi gebaut, was aber jetzt nicht wirklich mit Wi-Fi zu tun hat, sondern die haben Laser auf dem Rücken, also hinten auf der Taucherflasche, die sich ausrichten können und unterm Schiff hängt quasi ein Lichtempfänger. Und diese Laser auf dem Rücken wissen, wo oben ist und suchen dann quasi erst einmal kurz, wo ist denn das Schiff? Und wenn sie das Schiff gefunden haben mit einem Rücksignal, richten sie sich auf das Schiff aus und senden dann in kurzen Pulsen tatsächlich Daten hin und her. Und das funktioniert in unterschiedliche Richtungen. Sobald es eine klare Sichtlinie zwischen dem Rücken des Tauchers und dem Schiff gibt, können Daten ausgetauscht werden. Und die Daten können dann, also die kommen halt hinten auf der Taucherflasche an und dann mit Wi-Fi oder WLAN von der Taucherflasche des Tauchers bis zu seinem Handgerät, Handy oder Unterwasser-Tablet oder sowas, das sind dann ja nur 2 oder 3 Meter, beziehungsweise sogar weniger, da funktionieren Funksignale in Wasser noch einigermaßen, wird das von da quasi so gesendet, dass er sich das angucken kann. Aber weiter funktionieren Funkstrahlen in Wasser leider nicht, weil Salzwasser leitet und da wird ganz viel von Funkstrahlung, Radiowellen und so weiter weggefangen. Die haben das mit Lasern gemacht. Das ist aber so eine Geschichte mit, also du brauchst diese Lasergeschichte, sobald du tiefer als 10 Meter tauchst, musst du schon diese Laser haben, die selbst suchend sind. Wenn man weniger als 10 Meter tief taucht, kann man das noch mit LEDs machen, aber die Reichweiten sind halt wirklich so, ja, und dann machst du mal einen Flossenschlag in die falsche Richtung und dann bist du schon außer Reichweite mit lichtbasierten Geschichten. Das wäre mit Ton halt ganz anders, aber diese Tongeschichte ist halt toll für, also das Janus-Protokoll, was ich erzählt habe, ist toll für U-Boote und so, aber wenn du dann Menschen da hast, du kriegst ja einen Vogel, du hörst ja die ganze Zeit, weil Daten ausgetauscht werden. Also ich denke, also das mit dem Wi-Fi, was du mir geschichtet hast, mit Janus überhaupt nichts zu tun, aber es ist wahrscheinlich wirklich für Taucher gemacht, damit du Ruhe hast, weil Licht ist halt deutlich leiser als. Ich habe keine Ahnung, wie sie es genau anhört. Hab eine Aufnahme gesucht, habe ich keine gefunden, aber es wird halt irgendwie sowas sein wie das typische Geräusch von einem Modem. Ja, also irgendwie so Rauschen und lautes Piepen. Nicht so schön wie das, was ich letztens gehört habe, als ich letztes Jahr unter Wasser Thema Haie hatte, habe ich so gedacht, was könnten die sich denn da unten anhören? Und dann bin ich auf einen Fischforscher gestoßen, der übrigens, glaube ich, nächstes Jahr eine wichtige Konferenz zur Unterwasserakustik in Berlin organisiert. Ist ein Engländer und der kennt sich aus mit den Geräuschen, die Fische machen. Balzlaute und Pupsen. Ganz schön. Hat er mir auch ein paar Sachen geschickt. Die sind auch in dem Radiobeitrag mit verarbeitet. Und dann haben die mich, als ich das produziert habe beim Deutschlandfunk, gefragt, ob das denn jetzt mit rein muss, was das denn jetzt für Geräusche sein sollen. Weil die so eine schöne Geschichte haben wollten, so ein Hörspiel oder so. Aber ich mache ja immer irgendwas mit Tieren. Und ich so, ja, das muss rein, das ist der Heringsbalzruf.
Und der Hai stört die jetzt. Also natürlich hört er das. Können wir die mal Inga vielleicht beim nächsten Mal zeigen? Dann können wir ein bisschen Thema Fischlaute machen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe die nicht hier auf meinem Computer, sondern auf einer externen Festplatte. Aber ich kann gucken, ob ich das im Originalbeitrag vom Deutschlandfunk wiederfinde, die Stelle. Weil ich habe die ja da reingemacht. Also, ja, sonst müssen wir es machen, wenn du wieder zu Hause bist. Aber das ist auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall cool. Ja. Soll ich noch ganz kurz, um das Orca-Thema zu Ende bringen, noch quasi meine letzte Story zu Orca? Ja, und dann kommt Pingu mit Haien hier. und zwar habt ihr es vielleicht mitbekommen, diesen Sommer, dass vor der Küste von Portugal und Spanien Orcas Boote angegriffen haben. Ja. Genau, und zwar, das war eben so Portugal und Galicien, da kam es halt vermehrt im Sommer zu Angriffen von hauptsächlich kleineren Segelbooten. Und das war ziemlich faszinierend, weil das eigentlich nicht passiert. Also es gibt vereinzelt Berichte darüber, dass Orcas Schiffe angreifen. Also ich habe das auch öfter, also zum Beispiel auf Galapagos haben mir das Fische erzählt, dass das passiert. Ich habe aber dazu zum Beispiel... Okay, wir gehen in eine Pause. Wir gehen in eine Pause. Auf der Aufnahme wird das hier, was wir gequatscht haben, alles zu hören sein. Hoffentlich. Aber eigentlich sollte es das, wenn ich das hier drin höre. Und nach der Pause haben wir dann hoffentlich dieses Problem behoben. Und dann würde ich. Also, kurze Pause und bis gleich.